Wir haben zwei Probleme in der Versorgung von Patienten. Wir wissen, dass die Onkologie zunehmend zunimmt, dass wir pro Jahr plus 2,4% onkologische Fälle haben werden. Wir wissen aber auch gleichzeitig, dass die Onkologie immer komplexer wird. Wir wissen, dass immer mehr Medikamente sind, immer mehr Sequenzen sind, dass wir ein molekulares Profil brauchen, wir in der Sequenz dieses molekularen Profils einfach ein hohes Know-how brauchen. Wir werden in der Versorgung der Onkologie nicht mehr imstande sein, dieses Know-how ubiquitär an jedem Standort in entsprechendem Ausmaß anzubieten. Das ist aber das zweite Problem, mit dem wir stehen, ist, macht es wirklich Sinn, wenn wir Patienten mit einer Krebserkrankung, mit einer chronischen Erkrankung permanent auf Reise schicken? Und so wird es einfach notwendig sein, in funktionierende Netzwerkstrukturen zu versuchen, auf der einen Seite die Kompetenz und Exzellenz zentral abzubilden, die Versorgungsleistung jedoch dezentral durchzuführen. Das heißt, ich habe eine chronisch-myeloische Leukämie. In der ersten Phase sehen wir eine molekulare spezifische Veränderung. Diese Veränderung bedingt, dass ich eine Tablette 1 brauche. Wir sehen dann im Rezidiv das Auftreten einer spezifischen Mutation. Wir wissen, dass wir diese andere, nun einen Switch der Therapie brauchen, ein neues Medikament applizieren müssen. Die Auswahl des Medikaments ist höchst komplex, die Anwendung jedoch nicht. So kann man sehr wohl dann in einem gut funktionierenden Netzwerk die Durchführung dieser Therapie dezentral, wohnortnahe durchführen. Dies ermöglicht es auch, dass diese Patienten bestmöglich auch in einem nahen Umfeld qualitativ versorgt werden können. Herausforderung in der ganzen Challenge ist jedoch, dass wir sehr gute Kommunikationswege brauchen, damit diese Struktur funktioniert. Wir brauchen Expertenstrukturen. Wir brauchen diese Expertenstrukturen redundant. Das heißt, in meiner Abteilung, ich habe drei Leute, die beim Myelom Experten sind, damit auch im Urlaub, im Krankheitsfall durchgehend kontinuierlich eine qualitative Versorgung gelingt. Wir brauchen den Zugang zu innovativen Medikamenten. Nicht jeder im gesamten Team wird das vorhalten können. Also wir brauchen Exzellenzstrukturen, wir brauchen Expertenstrukturen. Gleichzeitig ist es so, dass die Onkologie zunehmend oralisiert wird. Das heißt, es werden laufend neue orale Therapien verfügbar. Es sind aber auch nicht mehr Therapien, die wir zyklenartig geben, alle Monate, alle 2 Monate, alle 3 Monate, sind Therapien, die wir kontinuierlich geben. Und in diesem Sinne ist sozusagen dieses klassische Versorgungsbild, ich gehe einmal im Monat in das Zentrum und stelle mich vor, verändert sich hin zu einer kontinuierlichen Behandlung.